So, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwarz 2 Zelda Challenge. Sharon! Sind wir auch vorbereitet? Ja, das letzte Mal haben wir alles bereit gemacht, um gegen Sharon antreten zu können. Und ja, beide Level 13, genauso wie sein höchstes Pokémon. Das ist also ausgeglichen. Mit wem fange ich an? Fange ich mit Ruta, mit Mikau an? Wisst ihr was? Ich glaube, ich fange mit Mikau an. Damit Mikau sein erstes Pokémon platt machen kann und Ruto ohne Probleme das Yawgliff mit vollen KP aus dem Weg räumen kann. Soweit zum Plan. Auf geht's. Ja. Okay. So wie es die erste Arena ist, die du herausforderst, ist dies mein erster Kampf als Arenaleiter. Lass uns unser Bestes geben und einen Kampf haben, auf den man stolz sein kann. Ja. Ich bin aber nur stolz, wenn ich gewinne, Sharon. Das muss ich jetzt an der Stelle mal so anmerken. Nein, ich kann es mir nicht wirklich leisten zu verlieren, ne? Wieso hat er drei Pokémon? Und schon läuft es nicht mehr nach Plan. Oh, verdammt. Das muss ich jetzt machen. Rück ab. Ah, genau, Kraftschub, hieß die Attacke so? Ich weiß nicht, jeweils erhöht Angriff und Spezialangriff. Ist natürlich ganz uncool für uns, aber ja, was ist das für ein Angriff? Der macht Schaden. Oh, das reicht bei weitem nicht aus. Mikau. Oh Gott! Hör auf! Mikau macht einen Volltreffer. Dankeschön. Ich habe nicht umsonst Energiefokus eingesetzt. Ich habe Respekt vor manchen Gegnern hier. Lillipo. Oh, verdammt. Da wollte ich doch Ruto ein. Okay, nur Level 11. Gut, das ist vielleicht noch machbar. Ja, gut. Wir haben die Sinelbeere. Die heilt uns ja erstmal ein Stück weit. Das war ein Crit. Ich bin gerade echt froh, dass wir jetzt doch Energiefokus haben. Ohne den könnte es jetzt nämlich schon problematisch aussehen, weil dann vermutlich das das Vieh von gerade noch leben würde. Ja. Ich bin einigermaßen zufrieden. Mikau, Level Up. Und als letztes weiß ich jetzt nicht, was das ist. Ich wechsle einfach zu Ruto. Mutschlachs. Oh, Mamfaxo. Okay. Mamfaxo ist in der Theorie ein harter Brocken, weil das Viech halt, glaube ich, einiges aushält, oder? Horta? Ja, das ist Horta. Ja, Headbutt hier. Das macht wenig Schaden. Da habe ich einen Plan. Genau sowas dachte ich mir schon. Jetzt versucht er sich wieder zu boosten. Dann senken wir doch einfach seinen Angriff. Bevor der hier auf blöde Ideen kommt, nutzen wir mal das X-Verteidigung, was wir im letzten Part am Ende noch erhalten haben. Jetzt sollte er wenig Schaden machen. Auch wenn er seinen Angriff boostet. Weil wir haben jetzt eine sehr stark erhöhte Verteidigung. Auf Maximum, soviel ich weiß. Ja, war doch so. Und jetzt senken wir auch noch seinen Angriff wieder. Und naja, damit sollte er uns wenig Schaden machen können und wir können ihn in aller Ruhe fertig machen. Ich denke, das ist ein guter Plan. Damit kann man arbeiten. Gleich nochmal. Das war jetzt von ihm das wievielte? Ich habe halt nicht mitgezählt. Das wievielte Kraftschub war das jetzt? Vierte? Ja, vierte. Fünfte? Alter, der geht jetzt echt auf die Vollen. Der will maximalen Angriff haben, der Kerl. Gut, dass wir ihn mal schon wieder senken. Er hat ja effizient jetzt nur einen Kraftschub drin. Jetzt kommt es gleich. Eisstrahl oder sowas. Sind wir schon weg. Aber ich behaupte mal, dass er physisch angreifen wird. Wehe, wenn nicht, dann bin ich am Arsch. Und noch einen. Ja, Tackle. Oh, wie süß.
Okay, ich glaube, den Kampf haben wir recht sicher in der Tasche. Der Headbutt hat erstaunlich wenig Schaden gemacht. Mal gucken, ob die spezielle Verteidigung vielleicht... Ach, stimmt hier, der Hort... Oh, scheiße, der Hort-Effekt, den habe ich gerade völlig vergessen. Macht der Bubble Beam vielleicht ein bisschen mehr Schaden? Ich glaube, du auch keinen Schaden. Headbutt! Metro... Oh nein! Skill Swap? Warte... Och nee! Junge, das ist echt nicht okay! Nee. Ich weiß jetzt nicht, was die Fähigkeit bewirkt, die wir gerade gekriegt haben, weil ich den Namen nicht kannte. Ey, nee, komm, das ist voll nicht okay. Zoll, Giftblick. Ja, wir machen kaum Schaden. Er macht jetzt wieder ein bisschen mehr Schaden. Also gut, nicht wirklich viel, aber... Ey, das ist jetzt... Das gefällt mir gerade überhaupt nicht. Dass der Metro rum kann, gefällt mir auch nicht, weil jetzt kann jederzeit ein relativ starker, spezieller Angriff kommen und damit sind wir schon ziemlich am Arsch, ne? Weil wenn jetzt eine spezielle Attacke kommt, behaupte ich, das überleben wir nicht. Twister. Das ist eine spezielle Attacke. Holla, das war nicht so nice. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Zirkel, ja, danke. Ja, Twister. Wie hieß die Attacke nochmal im Deutschen? Windhose. Die schwächste Drachenattacke, die es gibt, ne? Aber jede andere spezielle Attacke hätte für eine One-Hit jetzt gereicht. Also dafür, dass der Rest der KP weg gewesen wäre. Deshalb, Junge, bleib bloß bei Tackle. Tackle kann ich aushalten. Nein! Hör auf damit! Dragon, der... Okay. Wieso ist der Angriff gestiegen? Der Angriff kann doch gar nicht mehr steigen. Ich will das Risiko nicht eingehen und jetzt Headbutt machen. Ich will aber auch nicht das Risiko eingehen, dass der Aquajet nicht reicht. Ich muss Headbutt nehmen. Tackle, okay, okay, okay. Ja, ist okay. Oh, danke. Okay, die Kämpfe sind schon gar nicht so einfach hier. Hey, wir haben eine gute spezielle Verteidigung, sehe ich gerade. Ach stimmt, wir haben auch das Wesen. Positiv dafür. Wow, okay. Das war... verhältnismäßig hart. Das ist, glaube ich, übrigens das erste Mal, dass der erste Arena-Leiter in den Pokémon-Spielen so schwer ist. Weil, ganz ehrlich, Sharon ist meiner Meinung nach gar nicht mal so leicht. Zumindest, wenn man eine Challenge spielt und sie nicht überlevelt. Dann ist der gar nicht mal so einfach. Aber gut, wir haben es ja geschafft. Ruto hat es geschafft. Der Kampf hat mich froh gemacht, dass du mein erster Herausforderer warst als Arena-Leiter. Ich gebe dir, ja, diesen Orden. Die normalen Arena-Leiter haben echt einiges auf dem Kasten. Das glaubt man gar nicht so. Der Normalorden erhalten. Grundorden war es, glaube ich, ne? Grundorden? Oder verwechsel ich das jetzt hier? Basic Badge. Okay, Grundorden. Das ist der erste Arena-Orden, der Grundorden. Ein wichtiger Meilenstein. Jop. Mit diesem Orden bräuchte eine Pokémon bis Level 20, auch wenn du sie durch Tausch erhalten hast. Und ich kriege noch was. TM83 Kraftschub. Die brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt, aber naja, warum nicht? Ja, erhöht Angriff und Spezialangriff. Ist natürlich nett. Und wir dürfen TMs so oft benutzen, wie wir wollen. Die beste Neuerung der fünften Generation, wenn ihr mich fragt. Ja, ich sollte mir alle Orden holen und das macht es so leicht, den Pokédex zu füllen. Vor 2 Jahren bin ich selbst mit einem Pokédex durch die Gegend gereist. Weißt du eigentlich, wie wenig mich das interessiert, Sharon? Der Pokédex geht mir am Arsch vorbei. Tut er wirklich? Was will ich mit einem Pokédex? Er hilft mir nicht. Ich will dieses Spiel überleben ohne Herzinfarkt. Naja. Weiter geht's.
Ah, oh, Bell. Wie war es? Wie war dein Kampf mit dem Arenaleiter? Oh, ganz gut. Wir haben gewonnen. Gerade so. Ich muss aber anmerken, ne? Twister war der Knackpunkt. Wenn Twister eine andere Attacke gewesen wäre, eine andere spezielle Attacke, wäre Ruto besiegt gewesen und wir hätten mit Mikau keine Chance gehabt. Dann hätten wir diesen Kampf verloren. Nur mal gerade so zum Anmerken, ja, das war echt eine knappe Kiste. Ist das nicht der Grundorden? Wow, du hast gerade erst mit deiner Reise angefangen. Du hast definitiv Potenzial als Trainer. Scheint so, ne? Da bin ich mir sicher. Und wir kriegen Return. Ja, Rückkehr. Rückkehr ist so eine Attacke, die ich, glaube ich, sogar Azurill erstmal beibringen würde, oder? Lieber Headbutt? Ich weiß nicht, was stärker ist. Ich glaube, ich behalte erstmal Headbutt und wenn es sich entwickelt hat, wechsle ich zu Rückkehr. Weil dann müsste Rückkehr auf jeden Fall stärker sein, weil wir dann ja maximale Freundschaft haben. Glaube ich zumindest, oder? Müsste es so sein. Wenn der Pokémon... Ja, ja. Halt, je mehr das Pokémon dich mag, desto stärker wird Rückkehr. Ah, schön. Bell. Schon 2 Jahre, nicht? Jo, 2 Jahre. What geht? What geht? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, sich in dieses komische Ding da einzutragen. Warum? Ich habe nicht vor, dich anzurufen. Nun können wir uns unterhalten. Ich habe nicht vor, dich anzurufen. Ich auch. Ich habe auch nicht vor, dich anzurufen. Und Professor Ashes Nummer. Ich habe auch nicht vor, die anzurufen. Ja, wenn man vom Teufel spricht. Da ist sie ja. Hey, Link. Hey, listen. Ich bin Professor Ashes. Ach stimmt, die haben wir ja eigentlich nur gar nicht gesehen, ne? Bianca hat mir erzählt, dass du den Pokédex akzeptiert hast. Ich habe ihn nicht akzeptiert, ich habe ihn abgelehnt, aber sie hat mich gezwungen, ihn trotzdem mitzunehmen. Danke dafür. Du hörst mir nicht zu. Dank dir wissen wir bald mehr über die Pokémon oder so. Hey, Professor Ashe, ist wirklich interessant hier unten. Das ist ja am Arsch der Welt, wo wir da gerade sind, ne? Hier sind so viele Pokémon, die vor 2 Jahren noch nicht da waren. Warum auch immer. Danke, dass du so weit gereist bist. Sharon, wie geht's als Arenaleiter so? Ist Professor Ashe schon lange her, dass wir uns mal... Bla, 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 das interessiert doch eh keinen, was da gerade gelabert wird. Arenaleiter sein ist hart. Jo, du hast erstmal gegen mich verloren. Wenn ich wenigstens meine normalen Pokémon dabei hätte. Also die gewohnten. Die er in Schwarz und Weiß hatte, meint er damit ja wohl, ne? Ja, dann hätte er einen Starter gehabt, einen Bisbark und den Rest habe ich vergessen. Sharon, Kämpfe zu haben, die zum Draht runterkommen, verstehe ich nicht, sorry. Hier muss irgendein Sprichwort sein, was ich nicht checke. Du wirst schon besser. Bla bla bla. Sharon ist der neue Arenaleiter, ich bin Assistent des Professors und Link ist ein neuer Trainer. Aber wir haben immer unsere Pokémon an unserer Seite. Eigentlich fragt man sich doch, was mit dem Hauptcharakter aus Schwarz-Weiß 1 geworden ist, weil der wird ja, glaube ich, an einer Stelle wird der mal erwähnt. Aber das war's auch wieder. Unsere Welt, bla bla. Oh, jetzt kommen wir hier auf zu labern. Das interessiert mich nicht. Ich verstehe sowieso nur die Hälfte. Scheiß Englischkenntnisse. Ja, ja, Link, der Pokédex mag wichtig sein. Nein. Aber auf jeden Fall musst du Spaß auf deiner Reise haben. Also schmeiß ich den Pokédex weg? Ich schmeiß ihn weg. Gut. Meine Fresse. Diese Professoren können mir ganz schön auf die Nerven gehen. Mich nerven die persönlich meistens immer. Helling, ist der Professor nicht cool? Nein. Wenn du... Nein, ich werde sie nicht anrufen. Und nein, euch beide werde ich auch nicht anrufen. Ihr erzählt mir nur einen unnützen Stuss und das erzählt ihr mir gerade. Hugh, was willst du jetzt von mir? Achso. Hey, bist du der Arenaleiter? 1, 2, 3, los geht's! Okay. Hugh will kämpfen. Ja. Hugh rastet aus und will kämpfen. Okay, gut, dass ich es nicht bin. Als nächstes... CG? CG brauche ich nicht. Das war für die, Nein. Ja, das CG ist jetzt auf dem Subscreen. Das war damals für, solche Sachen wie, das Traumradar und sowas gedacht. Ich glaube, ich gehe erstmal heilen.
Und dann machen wir uns mal ganz schnell auf den Weg, dass wir vorwärts rennen in Richtung der nächsten Stadt, wo es dann auch schon den nächsten Arena-Orden gibt. Das geht jetzt echt. Die ersten beiden Orden kommen eigentlich direkt hintereinander. Der dritte kommt, glaube ich, dann auch relativ schnell. Und dann vom vierten war eine Pause, glaube ich. Oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Jedenfalls, der zweite kommt jetzt recht schnell. Ne, vor dem dritten war eine Pause. Genau. Der zweite kommt jetzt ziemlich schnell, dann vom dritten ist eine kurze Pause. Dann kommt der dritte, dann ziemlich schnell danach der vierte und dann weiß ich es nicht mehr. Naja. Wir machen es auf den Weg mit. Wer ist eigentlich gerade vorne? Mikau. Ich möchte gerade mal Ruto nach vorne setzen, einfach weil ich hoffe, dass sich Ruto recht bald entwickelt. Weil noch ein paar Level-Ups oder so. Wie doof. Tja. Und es wäre doch schon nice, wenn sich Ruto bald entwickeln würde. Da haben wir zwar zwei Wasser-Pokémon, was vielleicht nicht mehr ganz so toll ist, aber naja. Weiterentwickelte Pokémon sind in der Theorie stärker. Fast immer. Bianca. Oh, nicht du schon wieder. Wieso rennst du mir nach? Tut mir leid, ich habe vergessen dir was. Ach, das Upgrade für den Pokédex. Genau. Die unnützeste Erweiterung, die es jemals gab. Jetzt kann man nämlich irgendwo auf dem Pokédex nachgucken, auf welchen Routen. Nein. Jetzt kann man auf den Routen nachgucken. Also im Pokédex nachgucken, auf welchen Routen welche Pokémon sind. Dazu muss man aber auch schon die Pokémon auf dieser Route gesehen haben. Das ist vollkommen nutzlos, wenn man nicht nur mal irgendwie sagt, ja, ich möchte das und das Pokémon fangen. Auf welcher Route gab es denn das zum Beispiel? Das ist vollkommen nutzlos. Finde ich. Hey, da glänzt ja der Grundorden. Aber werd nicht so hitzköpfig. Es ist eine harte Welt da draußen. Ich werde es dir zeigen. Um es kurz zu machen. Das ist jetzt ein Wanderer, der die ganze Zeit stand und sagt, du hast den Grundorden nicht, ich lass dich hier nicht durch. Und jetzt, wo wir den Grundorden haben, sagt er, ich lass dich nicht durch, bis du mich besiegt hast. Ist so ein Verhalten nicht eigentlich illegal oder sowas? Keine Ahnung. Bubble Beam. Headbutt, oh. Kommt mir bekannt vor. Ach ja. Aber gut. Wir können schon bald wieder ein Pokémon fangen. Oh, und mir fällt gerade was ein, dass, ihr werdet es schon gemerkt haben. Ne, da wechsle ich gerade mal aus. Aber wir haben ja, den Arena-Leiter besiegt und kriegen dafür 100 Rubine. Das habe ich völlig vergessen, auf meiner Liste zu notieren. Ihr werdet es trotzdem gesehen haben beim Rubin-Counter. Und wenn ich dich hier besiege, gibt es wieder 5 Rubine drauf. Dann haben wir, laut der Liste, die ich hier gerade parallel führe, 200... Nee, momentan 360 und nach diesem Kampf 365 Rubine. Stimmt das? Ich hoffe es. Ich vergesse so gerne, diese Liste bei mir hier zu machen. Und naja, bei euch werde ich sie wahrscheinlich gut pflegen. Aber trotzdem. Naja. Wooper, was ist denn ein Wooper? Oh, ein Felino. Tackle. Kavems. Mudshot. Das ist voll nicht nett. Lehmschelle. Voll nicht nett und so. Ja, Mudspot noch dazu. Mudshot, Mudspot. Und was hast du noch? Mud. Keine Ahnung. Fällt keine Reim ein. Tail Whip. Ich glaube, es ist uns alle Attacken gezeigt, oder? So, das war's mit dir. Jerome hieß der Typ. Interessant, aber anders geschrieben. Ja, 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 lass mich durch. Du hast kein Recht, mich aufzuhalten. Trainer. Ich hatte gehofft, noch in der nächsten Stadt anzukommen, aber das wird nichts. Ach komm, dich kämpfen. Dich bekämpfen wir noch. Ich bin der stärkste Trainer in Virbank Citys Vorschule. Okay. Gut zu wissen. Ein Vorschüler. Albert. Mit einem Nidoran männlich. Das wäre auch geil zu haben als Pokémon, nur dürfen wir den Gifttyp nicht benutzen, oder? Schade drum. Schade, schade drum. Poison Sting.
Ja, solange du mich nicht vergiftest. Ich hätte es mir ja denken können. Okay, machen wir ganz einfach. Aquajet sollte jetzt ausreichen, dann bist du platt. Dann kann ich den Part beenden, offscreen zurückrennen, meine Pokémon... Ist heute nicht gereicht, verflucht. Dann kann ich trotzdem offscreen zurückrennen, meine Pokémon heilen und dann sehen wir uns hier wieder geheilt und können dann das nächste Mal hier weitermachen. Noch eine kurze Cutscene auslösen. Noch, ich glaube, zwei Trainer oder so besiegen und uns dann ein neues Pokémon fangen. Und da freue ich mich schon drauf, denn... In der normalen Version von Schwarz 2 gab es da coole Pokémon. Welches hier gibt, weiß ich nicht. Aber gut. Ja. Hier, sage ich jetzt mal, sehen wir uns dann morgen wieder und können, ja, diese Cutscene, von der ich gesprochen habe, auslösen. Das ist einfach nur eine Erklärung, weil es eine Neuerung war damals. Aber gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.